So, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3. Ich weiß, in letzter Zeit kommen die Folgen ein wenig unregelmäßig und ich muss hier gerade mal meine ganzen Sachen hier ein bisschen verstellen, dass ich hier mit der Maus nicht immer ins Mikrofon knalle. Ich hatte in der letzten Zeit einfach ein paar zeittechnische Komplikationen, aber das dürfte sich nun langsam aber sicher ergeben, hoffe ich zumindest. Und wir müssen jetzt versuchen, zusammen mit der GDI Sydney zu halten. Achso, wir kriegen hier überhaupt keine Intro, kein gar nichts. Waren wir hier überhaupt stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die letzte Folge nämlich dämlicherweise vor der Aufnahme nicht angeguckt. Ich spiele hier einfach mal weiter, ne? Downtown Sydney. Die Zerstörung des Ionenkanonenkontrollzentrums war ein schwerer Schlag für die GDI-Kommandeure in Sydney. Das Oberkommando der GDI hat bereits die vollständige Evakuierung aller Zivilisten angeordnet. Stimmen Sie sich mit der GDI ab, um die Evakuierung durchzuführen. Wehren Sie den Angriff der Aliens ab und schützen Sie die Ox-Konvois, die die Bewohner der Stadt in Sicherheit bringen sollen. Ernten Sie außerdem genug Tiberium, um unser eigenes Überleben zu sichern. Ne, hätte ich jetzt echt nicht vorgehabt, also... Ich hätte mich jetzt waghalsig in die Schlacht gestürzt und mein Leben für GDI-Bewohner riskiert. Empfange Nachricht. Drohende Alien-Invasion in Sydney. Unterstützen Sie 10 Minuten lang die Evakuierungsbemühungen der GDI. Ey, aber 10 Minuten, gell? Ich schau auf die Uhr. Was haben wir denn eigentlich alles an Gebäuden? Was müssen wir denn bauen? Raffinerie fehlt, alles klar. Nach der Evakuierung feuert die GDI mit ihrer Ionenkanone auf die Aliens. Verteidigen Sie bis dahin das Kontrollzentrum der Kanone gegen die Aliens. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn wir das halten könnten. Wenn die GDI da einmal abfeuert, dann ist hier gleich, ne? Unglaublich, dass wir der GDI helfen. Killian will, dass wir 25.000 Einheiten Tiberium für unsere Kriegskasse abbauen. Einfach mal eben schnell so. Grundunwichtig. Kann ich schon Sammler bauen? Nein, das geht erst mit einer Raffinerie. Dann werden wir bis dahin, was haben wir alles an Einheiten? Einen totalen Schmarrn an Einheiten haben wir. Also, wir brauchen vor allem Luftabwehr, das heißt Stealth-Panzer. Die Raffinerie darf ruhig ein bisschen schneller bauen, oder? Was brauchen wir noch? Wo haben wir noch überall Luftabwehr? Da haben wir Luftabwehr-Dinger stehen, aber ansonsten nix. Dann werde ich mich dafür mal ein bisschen rüsten. Und vielleicht hier mal Raffinerien aufstellen in der Nähe vom Tiberiumfeld. Wir könnten natürlich auch hergehen. Und ach Mensch, der baut gerade. Ja, blöd. Pass mal auf. Jetzt weiß ich noch nicht, sollten wir da wirklich rein investieren? Jetzt kann man wieder nur die einzelnen Sam-Turrets hier bauen. Das ist schon merkwürdig. Also manchmal die einzelnen und manchmal diese Knotenpunkte. Das haben sie bei der Modifikation wahrscheinlich noch nicht so ganz raus. Betriebsbereit. Infanterie bitte mal. Nee, geht mal da vorne in die Gebäude. Wieder mit den Unterdrückern! Alle Mann in das Gebäude! Ja, ja, alle Mann in das Gebäude. Das ist die Idee des Ganzen. Oh, Kisten! Panzer einsatzbereit. Stampfpanzer. Wir haben gleich kein Geld mehr. Ich meine, ja, wir haben 8000 Dollar, aber ey, ihr wisst doch, das hält bei mir nicht lang. Die feindliche Einheit. Aha, jetzt geht's schon los hier. Da haben wir schon die ersten Luftangriffe. Was haben wir da? Master Computer Countermeasures. The radar and all EMP affected buildings are returned to normal status. Ah ja. Was? Was ist eigentlich mit dir hier? Man kann doch hier Purifier Cannon. Da hieß es mal, man kann irgendwie bloß ein Update hiervon kaufen bei den Avataren, aber das stimmt soweit, glaube ich, gar nicht. Obwohl. Moment, sehen wir ja gleich, wenn der fertig ist. Oh, Tatsache, man kann nur eins kaufen. Wie bescheuert ist das denn? Was haben wir dann da jetzt gekauft? Purifier Cannon. Upgrades Avatar with Napalm Launcher. Oh, das ist geil. Napalm Launcher klingt immer gut. Nordpläne werden durchgesetzt. Ja, dann setzt Nordpläne da mal durch hier und gib Gas. Ich hoffe, Killian weiß, was sie tut. Mir gefällt das alles nicht. Ja, mir auch nicht. Wir können Tempel von Nord bauen. Ey, geil. Wir haben irgendwie volle Technologiestufe, fällt mir gerade so auf. Jetzt wird geerntet. Ja, jetzt wird geerntet. Wo sind meine Kampfeinheiten? Initialisiert. Die stehen hier immer noch rum und warten auf Befehl oder was? Ihr haltet mal die Stellung da vorne. Weil wir haben hier schon Alien-Streitkräfte, die sich unserer Position nähern. Mein Gott, sind die dreist. Aber immer schön in Reichweite der Gebäude bleiben, wobei dann die Besetzung die bescheuert ist, weil die können dann nach da vorne gar nicht ballern.
ist ja ein Schmarrn. Warte mal. Panzerdivision! Dort nisten wir uns ein. Wir schicken die mal nach da vorne. Ich so, du bist Kane's angekommen. Botschafter. Ja. Lässt dich nicht einengen. Ja. Baue er. So, Kraftwerke brauchen wir eigentlich noch nicht. Ich bräuchte ihn hier und dann doch ein Kraftwerk. Okay, ja. Na. All will be cleansed. Avatar. Ja, dann wird es hier oben jetzt zuerst eine Auseinandersetzung bei uns kommen, wie es scheint. Und wir waren mal richtige Revolutionäre. Hallo? Ihr habt schon seit dem ersten Tiberium abgebaut. Mecker also nicht. Alter, was ist das für eine geile Musik? Das ist ja krass. Wir könnten jetzt hier natürlich diese Verteidigungsanlagen rein zur Optik noch erobern. Pass mal auf, was wird. Ich kann nochmal ganz kurz. Vielleicht gibt es da irgendein Bonus-Missionsziel oder sowas mit diesen Türmen hier. Los! Los geht's! Guten Tag, die Herrschaften! Los geht's! Hier vorne soweit alles klar, ja, okay. Warum stehen hier eigentlich Truppen? Ist doch total für den Arsch. Was ist denn da oben? Einheit verloren. Nein! Militarisiert. Ja, ich bin's. Schlag ihr Panzer! Mist! Schlag ihr los! Wir brauchen hier mehr Luftabwehr, Kinder. Wir brauchen mehr Luftabwehr. Ach, wir haben zwei Waffenfabriken. Das fällt mir jetzt erst auf. Und wir können Cobra-Artillerie basteln. Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt, aber was... Das Kanonenkontrollzentrum wird angegriffen. Das ist natürlich nicht so der Hit. Was liegt jetzt da oben? Gar nichts. Das ist einfach nur zur Dekoration, oder wie? Da hätten sie genauso gut Wasser machen können. Ich meine, was für einen Sinn hat jetzt hier das Land? Panzer-Einsatzbereit. Überhaupt? Knapp 40% der Map bestehen bloß aus Wasser, fällt mir gerade so auf. Alter Schwede, sind die mutig oder was? Ja, die greifen Gegner an. Anstatt dass sie einfach nur defensiv spielen, nee. Wir machen jetzt einen auf Held. Ich könnte eigentlich mal versuchen, die Kisten da oben zu schnappen. Vielleicht ist da irgendwas drin. Die schauen mir nämlich nicht nach Rangkisten aus, oder? Aber nach Geldkisten auch nicht. Keine Ahnung, was da drin ist. Stealth-Panzer-Einsatzbereit. Wahrscheinlich zusätzliche Einheiten oder sowas. Und ich könnte eigentlich hier jemand mal das Ding hier basteln. Junge, wir sind schon wieder bei 7¾ Minuten. Alter Schwede. Also gut, ich brauche hier dringend mehr, ne? Da steht noch einer. Den können wir eigentlich vorsichtshalber... Ne, komm, den schicken wir damit rauf. Tja, so wird das jetzt übrigens die nächsten 2 Stunden laufen. Wollt euch nur noch mal vorwarnen. Was haben wir denn da eigentlich alles? Können wir da irgendwas machen für unsere Einheit? Tiberium Missile mal nicht. Fuel, nee, das ist nur für die Banshees. Tiberium Powerback ist für Scorpion Panzer. Basilisken, ich weiß immer noch nicht, was Basilisken sind. Ernsthaft. Und Avatar mit Tiberium Based Powerpack. Ja, aber wir haben kein Geld mehr dafür. So, den Kollegen, den stellen wir jetzt da oben dazu. Feindliche Einheiten. Ah, Shinkel Missile und Seed Tiberium. Das können wir natürlich mal machen. Ich frage mich, wie viel Tiberium das der da abschmeißt. Weil das Ganze kostet uns ja $500. Wäre natürlich super, wenn man aus einer Ladung dann mehr wie $500 gewinnt. Weißt, dass man den Gewinn macht, weil sonst ist ja das voll für den Arsch dann. Leute, jetzt holt doch mal diesen Jäger runter, das gibt's doch nicht. Träumen da alle rum, ey? Ja, so sieht es schon viel besser aus. Warum schießen die denn nicht? Ey, die stehen hier rum und träumen. Ernsthaft? Ui. Kann ich eine Chemierakete da reinjagen oder eine EMP-Rakete? Bringt die was mit den Lufteinheiten? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Arsch voll Probleme, wenn man die Dinger nicht vom Himmel runterlässt. Ganz ehrlich. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir brauchen dringend Streit. Ionenkanone aktiviert. Was? Ah, hey, komm, da habe ich eine Chemierakete, die jagen wir da gleich mit rein. Jawohl. Ja, okay, so viel Schaden hat die jetzt nicht wirklich angerichtet, aber ich könnte hier eine EMP-Rakete noch reinschmeißen.
aktivieren das. Ja, genau da, oder? Bei dem Kraftwerk. Ist eh fast hinüber. Alter Schwede, eigentlich, wenn wir jetzt die Aliens angreifen, sollen wir das riskieren? Weil die sind ja da gerade ganz gut beschäftigt und jetzt ist eigentlich günstiger. Video was? Sie trifft keine Schuld, Kommander, aber wer auch immer verantwortlich ist für diesen Verrat, der wird meinen Zorn spüren. Oh. Und bis dahin vernichten Sie die Überbleibsel der GDI mit Atomwaffen, wenn Sie wollen. Aber natürlich, Kane. Ja. Empfang hat wieder die volle Kontrolle übernommen. Neues Einsatzziel ist die Vernichtung der GDI. Jetzt rocken wir den Laden, ey. Kane ist wieder da. Ich meine, der war eigentlich nie weg. Ist schon klar. Das hat das Spiel vorbei. Wo ist meine Atombombe? Wo? Neues Bonusziel. Setzen Sie, wenn nötig, Atomraketen ein. Ja. Also nur Atomraketen um die GDI-Basis zu zerstören. Viel Spaß, Kinder. Oder sollen wir vorher die Plattform hier? Nein, komm. Moment. Kane lebt. Nachricht an die Bruderschaft. Ich habe euch nicht verlassen, meine Kinder. Ich weiß, die jüngsten Ereignisse waren beunruhigend, da der Krieg gegen die GDI mit der Zerstörung des Prime Temples, meiner vorübergehenden Abwesenheit, Killians Verrat und der Ankunft der Besucher eine überraschende Wende genommen hat. Euer Glaube wurde geprüft und ich bin überzeugt, dass keiner von euch gezweifelt hat. Ich versichere euch, alles entwickelt sich exakt, wie ich es vorhergesehen habe. Das Licht eines neuen Tages fällt in jeden Winkel dieser Welt. Doch leider erwarten uns noch viele Prüfungen, bevor sich unser Schicksal erfüllt. Ihr müsst daher weiter glauben und gehorchen, auf dass wir alle einer ruhmreichen Zukunft entgegengehen. So, jetzt. Rein mit dem Ding, komm. Jawoll! Nein, hättet ihr nicht. Die Allianz ist beendet. Abgefangene GDI-Übertragung. Nod hat völlig überraschend die GDI-Verbände in der ANS-Zone attackiert und uns kalt erwischt. Der Nicht-Angriffspakt ist hiermit nichtig. Alle GDI-Verbände sind autorisiert, gegen Nod vorzugehen. Warum haben wir diesen Verrätern nur vertraut? Schlagen wir zurück und jagen wir dieses Pakt zum Teufel. Ihr habt gerade andere Probleme, Kinder. Und ich würde sagen, wir jagen jetzt die Aliens zum Teufel. Die sind gerade mit dem Angriff auf die GDI beschäftigt und haben ihre Basis überhaupt nicht verteidigt. So, hier rücken wir jetzt mal vor. 1, 2, 3, 4. Nummer 2 schicken wir. Nee, Nummer 1. Moment, welches Gebäude ist das jetzt? Das bist du. Der hat da sein Ding, den schicken wir aber darauf. Das heißt Krieg. Wieder mal. Vorwärts. Mach die GDI kalt, Kinder. Roger. Dachte ich. Da vorne sind sie, schaltet sie aus. Natürlich. Aber was? Nord wendet sich gegen uns? Auch schon gemerkt, was? Ja, sehr schön. Ziel bestimmt. Stealth-Panzer einsatzbereit. Haben wir zwei Stealth-Panzer stehen, das ist auch irgendwie. Wo sind denn jetzt unsere restlichen Truppen? Kommen die jetzt irgendwann mal oder? Avatar. Alter Schwede, hey. Jetzt mischen wir hier mal mit, Kinder. Wir könnten jetzt eigentlich auch mal die Aliens hier. Ja, wobei, wir müssen ja bloß die GDI besiegen. Ha! Moment! Alle Einheiten zurück! Alle Mann zurück! Das ist ja noch viel genialer als genial. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Wir müssen bloß die GDI besiegen. Gegen die Skrim müssen wir gar nicht vorgehen. Ha! Dann machen wir das doch anders. Und das war's mit dem Luftwaffenstützpunkt.
Also wenn die Aliens jetzt mal danke. So, jetzt haben wir natürlich so ein Luftwaffendingsbums gebaut. Was haben wir denn da alles? Ja, für nix haben wir noch Geld. Ist ja super. Wo sind denn unsere ganzen Superhelden? Einheiten. Weiß ich nicht. Tiberium hat sich abgebaut. Machen wir den mal. Oh, wir sollten eigentlich das Bonusziel noch. Was war denn das? Haben wir das Bonusziel erreicht? Nee, ne? Das ist ja wurscht. Alter Schwede. Wir könnten jetzt die eigentlich noch ein bisschen spielen lassen und dann hier den Tiberium-Turm übernehmen, aber ganz ehrlich. Ich wäre dafür, wir überrollen die einfach, weil. Oh, in 30 Sekunden ist die Atomrakete wieder startbereit. Sehr schön. Upgrade abgeschlossen. Räume Weg frei. Und wieder mit Soundtrack von Tiberian's Sun. Ist das herrlich. Upgrade abgeschlossen. Och, sehr schön. So, jetzt haben wir dann noch 12 Sekunden bis zum Start der Atomrakete und dann machen wir die Gegner platt. Die Einheiten warten hier am besten mal, versammeln sich nur und warten. Weißt du was, die schicken wir da hoch auf das Plateau. Noch 3 Sekunden bis zum Start der Atomrakete. Atomrakete bereit. Atomrakete abfeuern. Atomrakete gestartet. Schluckt das. Ja, schluckt das. Oh, es war jetzt aber nicht sehr kräftig hier, die Atomrakete. Das. Was soll's? An alle Einheiten aggressive Stellung angreifen. Mach mal die Kerle kalt. Einheit wird angegriffen. Hauptsache mit Stealth-Panzern vorgehen hier, das ist ja echt der Wahnsinn. Wir könnten natürlich auch die Skrim die ganze Arbeit machen lassen, ne? Hauptsache die GDI-Gebäude werden vernichtet, das interessiert niemanden mehr hinterher. Aber hier hat die GDI jetzt echt ausgeschissen, muss man schon mal so sagen. So, den Titan noch weg und dann haben wir freie Schussbahn. Zumindest theoretisch. Und irgendwie, wenn ich die Titanen so sehe, kriege ich richtig Lust auf Operation Tiberian Sun. Also ich glaube, das werden wir dann als nächstes angehen. Eventuell, das weiß ich noch nicht. Noch nicht mit Sicherheit. So, Jungs, ab nach Hause. Mission erfolgreich. Nach genau 18 Minuten. Wie geil ist das denn? Mein Gott, und diese letzte Luftabwehrbatterie. Oh, geheimer Ort. Die Welt hat mich wieder mal vorschnell begraben wollen. Wie konnten meine eigenen Brüder glauben, die Vorkommnisse, die sich im Prime-Tempel ereigneten, wären nicht exakt geplant gewesen? Einen Hinterhalt meiner eigenen Truppen konnte ich selbstverständlich nicht vorhersehen! Von Killians Frechheiten, die nicht zu zählen sind, ist die Behauptung, die Besucher wären eine größere Gefahr als die GDI, ein Schlag ins Gesicht für mich und die Bruderschaft. Für diesen Frevel muss sie bestraft werden. Sammle ein Team deiner besten Soldaten und stürme unseren australischen Stützpunkt. Killian hält sich dort versteckt, du musst sie finden. Lebend, wenn möglich, aber verschone nicht einen ihrer Anhänger. Zu Befehl. Okay, jetzt machen wir also Jagd auf Killian. Spieldauer 11 Minuten. Naja, laut Handy fast 20 Minuten, das kennen wir ja schon. Vernichten Sie die GDI, ist erfüllt. Bonusziel haben wir, neue Geheimdienstinformationen haben wir auch. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, wenn wir die Killian ein bisschen stressen. Ne? Bis dahin, macht's gut!